Willkommen zur Videolösung der dritten Übungsserie. Hallo Tommy. Hallo Raphael. Gut, dann lese ich die Aufgabenstellung vor. Ein System besteht aus zwei Federn mit den Federkonstanten K1 gleich 10 Newton pro Meter und K2 gleich 15 Newton pro Meter und einem Block der Masse M gleich 1 Kilogramm. Die Federn sind einerseits mit dem Block verbunden und andererseits in den Seitenwänden fest verankert. Der Block kann reibungsfrei auf der Unterlage gleiten. Frage A. Welche Kraft Fx wirkt auf den Block, wenn er x gleich 10 cm aus seiner Ruhelage ausgelenkt ist? Ja, vielen Dank. Das Erste, was man sich bei so einer Aufgabe jeweils aufschreibt, sind alle Kräfte, die am Block angreifen. Also man stellt die Bewegungsgleichung auf, die sogenannte. Man schaut, was sind alle Kräfte, welche an meinem Block angreifen. Und jetzt in diesem Fall ist das nichts anderes als die Federkraft der ersten Feder und die Federkraft der zweiten Feder. Schreibt das mal so formal auf. Das heißt, alles, was wir in diesem Aufgabenteil finden müssen, ist ein Ausdruck für diese Federkräfte und das kennen wir eigentlich bereits aus der Vorlesung. Die Federkraft ist eine rückstellende Kraft, die wirkt immer entgegen der momentanen Auslenkungsrichtung. Deshalb das negative Vorzeichen, das wäre für die erste Feder minus K1 mal Delta X, wobei Delta X die Auslenkung aus der Ruheposition hier jetzt einfach mit 0 gekennzeichnet ist. Und für die zweite Feder wäre das minus K2 mal das Delta X. Also zusammengefasst haben wir minus K1 plus K2 mal das Delta X, also mal die Auslenkung aus der Ruhelage. Jetzt können wir noch die Werte einsetzen, welche wir gegeben haben in der Aufgabenstellung. Das ist für die erste Federkonstante, wären das die 10 Newton pro Meter. Für die zweite Federkonstante wären das 15 Newton pro Meter. Mal die Auslenkung. Das wären die 0,1 Meter, die 10 cm. Das gibt uns schlussendlich eine totale Kraft, welche wirkt bei einer Auslenkung von 10 cm von minus 2,5 Newton. Man sieht jetzt auch am Vorzeichen, das Vorzeichen hat hier eine Bedeutung. Das heißt, die Kraft wirkt in negative x-Richtung, also in diese Richtung hier. Ja. Gut, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Und zwar, so wie du das hier aufgeschrieben hast, wirkt von den Federn erst eine Kraft auf den Block, wenn man den Blockwirker verschiebt. Genau. Könnte es jetzt aber nicht auch sein, oder das bedeutet eigentlich, dass die Federn entspannt sind in der Situation, wenn sich der Block beim Nullpunkt befindet. Genau. Könnte es jetzt aber nicht sein, dass diese Federn ein bisschen zu kurz sind in der entspannten Lage und die man eigentlich schon mal an den Block ein bisschen dehnen musste, damit sie mit dem Block verbunden sind, dass eigentlich eine Kraft wirkt, auch wenn der Block in der Nullposition ist von beiden Federn? Genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ist völlig berechtigt. Die kommt ziemlich häufig. Also grundsätzlich das, was du ansprichst, ist nichts anderes als eine geschickte Wahl des Koordinatensystems, die ich jetzt hier getroffen habe. Wir hätten auch ein anderes Koordinatensystem einzeichnen können in der ursprünglichen Skizze hier oben. Ich könnte ja mein Koordinatensystem auch so einzeichnen. Ich könnte ein Koordinatensystem wählen. Ich wähle jetzt hier
die Variablen von meinem Koordinatensystem, die nenne ich jetzt x, den Nullpunkt, den wähle ich hier. Die Ruhelage des Blocks, die nenne ich x0. Und sagen wir jetzt, die Ruhelage oder die Lage der Feder 1, wenn sie entspannt ist, die sei jetzt zum Beispiel hier. Ich nenne diesen Ort x1. Und die Lage der Feder 2, wenn sie entspannt ist, die wäre jetzt zum Beispiel hier bei x2. Jetzt kann ich die gleiche Gleichung, wie ich vorhin hingeschrieben habe, nämlich einfach die Summe aller Kräfte, nochmal neu aufschreiben. Also nochmal wie vorhin, ich summiere jetzt alle oder beide Federkräfte. Jetzt habe ich die Gleichung hier nochmal hingeschrieben im neuen Koordinatensystem, im Koordinatensystem x. Dort wäre die Federkraft der ersten Feder minus k1 mal x minus x1. Also die Auslenkung, also x bedeutet jetzt halt die Position, wo der Block sich momentan befindet, und x minus x1 ist die Auslenkung der ersten Feder aus ihrer eigenen Ruheposition. Dann hier, okay, jetzt halt mit dem umgekehrten Vorzeichen, weil ich auch hier das Vorzeichen geändert habe, für genau gleich bei der zweiten Feder, die Auslenkung der zweiten Feder aus ihrer eigenen Ruheposition gibt die Kraft der zweiten Feder, hier nochmal mit den umgekehrten Vorzeichen hingeschrieben, damit die Gleichung schöner aussieht. Und was man jetzt im zweiten Schritt hier machen kann, ist, wir können unser x, quasi unsere Auslenkung, identifizieren oder anders schreiben als x0 plus das Delta x. Die Auslenkung des Blocks aus der Ruheposition, das wäre eben Delta x. Wenn ich jetzt x jeweils so schreibe, dann bekomme ich diese Gleichung hier. Ich bekomme eigentlich den Term, den wir vorhin hier unten schon hatten, plus noch zwei Zusatzterme. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn der Block nicht aus seiner Ruheposition ausgelenkt wird, dann bewegt er sich ja nicht. Das kann man sich sicher gut vorstellen. Also dann wäre das Delta x, das wäre 0. Und wie gesagt, er soll sich dann nicht bewegen, das heißt die Gesamtkraft auf dem Block muss dann verschwinden. Das sagt uns, dass dieser Term da hinten, dass der verschwinden muss, dass der gleich 0 sein muss. Und das ist jetzt auch die mathematische Begründung, wieso man eigentlich sofort nur die Auslenkung des Blocks aus seiner Ruheposition betrachten muss und nicht noch diese komplizierte Herleitung machen muss mit einem ganz allgemeinen Koordinatensystem und den jeweils relativen Ruhepositionen der einzelnen Federn. Ja, hat das deine Frage beantwortet? Ja, das hat meine Frage beantwortet. Und vor allem sehe ich jetzt auch, dass dieses x0, das kann man ja dann ausrechnen. Und dann kann man eigentlich diese Ruhelage der Masse m berechnen. Die muss ja nicht genau in der Mitte sein zwischen x1 und x2. Genau. Ist sie wahrscheinlich nicht, weil die eine Feder ist ein bisschen stärker als die andere. Genau, Feder. Das wäre vielleicht mal eine gute Prüfungsaufgabe. Gut, also dann gehen wir zur Teilaufgabe B. Ich lese vor. Welche Kreisfrequenz Omega hat die freie Schwingung dieses Blocks? Ja, also gleich zu Beginn, also das Delta X nenne ich jetzt hier aus Darstellungsgründen wieder X. Vorhin habe ich jeweils mit diesem Delta X gearbeitet, das ist die Auslenkung des Blocks aus einer Ruheposition, das nenne ich jetzt hier einfach wieder X, nur damit die Gleichungen ein wenig schöner aussehen. Ja, was wir jetzt machen, wir schauen uns die Bewegungsgleichung an, die haben wir in Teilaufgabe A schon hergeleitet, das wäre M mal A oder anders geschrieben M mal X. Die zweite Ableitung der Ortsfunktion x wäre minus k1
K1 plus K2 mal x von t. Diese Gleichung, ich schreibe es nochmal hin, das ist eben die sogenannte Bewegungsgleichung. Ja, die können wir noch ein wenig schöner hinschreiben. Das macht man im Normalfall, schreibt man eine solche Gleichung so, dass man die doppelte Ableitung oder eine Ableitung der Funktion für sich alleine auf einer Seite stehen hat. Dann kann man die Gleichung so schreiben. Minus k2, 1 plus k2 über m mal x von t. Mathematisch gesehen ist so eine Gleichung, also diese Bewegungsgleichung, eine Differentialgleichung. Wir können die uns anschauen. Was sagt diese Gleichung aus? Also was wir suchen, ist eine Funktion x von t. Wir suchen also nach einer Funktion, welche zweimal abgeleitet ein negatives Vielfaches von sich selber ergibt. Differentialgleichungen löst man halt eigentlich nie direkt, man kann die eigentlich nie irgendwie auflösen, wie man das von typischen Gleichungen von der Schule her kennt. Man macht das eigentlich immer so, dass man sich überlegt, ja, was für eine Funktion könnte denn eine Lösung für diese Gleichung sein? Also was für eine Funktion könnte dieses x von t sein? Das heißt, man macht einen sogenannten Ansatz. Und als Ansatz wähle ich jetzt hier für diesen Fall einfach eine harmonische Schwingung. Das wähle ich so, weil ich natürlich einerseits, das hat ein wenig mit Erfahrung zu tun, ich weiß, dass die Lösung von so einer Gleichung eine harmonische Schwingung ist. Oder man kann sich das auch vorstellen, wenn man sich das vielleicht mal anschaut, wie so ein Block schwingt, dass diese Gleichung, die Gleichung der Ortsfunktion, dass das eine harmonische Schwingung ist. Jetzt ist die Masse im Ruhezustand. Jetzt lenken wir das ein wenig aus. Und die Masse oder hier der Wagen beginnt zu schwingen. Eine schöne harmonische Schwingung. Jetzt in diesem Fall hat leider ein wenig gedämpft. In der Theorie machen wir das viel besser. Ja, das nochmal als Motivation, wieso, dass diese Schwingung eine harmonische, oder wieso, dass diese Funktion eine harmonische Schwingung sein soll. Ich schreibe jetzt die Gleichung hin, eben mein Ansatz, das wäre eine Amplitude A mal der Cosinus von Omega T, wobei Omega die sogenannte Kreisfrequenz darstellt. Was man jetzt jeweils macht, ist, man setzt den gewählten Ansatz in die Differentialgleichung oder in die Bewegungsgleichung ein. Das können wir jetzt gleich machen. Was da rauskommt, ist auf der linken Seite die zweifache Ableitung von diesem Ausdruck hier. Das wäre minus a mal Omega Quadrat mal der Cosinus von Omega t. Und auf der rechten Seite komme ich diesen Term, der steht schon hier, minus k1 plus k2 über m mal, und jetzt schreibe ich die Gleichung nochmal hin, das wäre eben das x von t, a mal der Cosinus von Omega t. Ja, was können wir jetzt aus dieser Gleichung, was lernen wir aus dieser Gleichung? Wir sehen eigentlich sofort, dass wir eine Bedingung bekommen für Omega. Wir können nämlich diese Teile hier wegstreichen. Und was wir jetzt also bekommen, ist eine Bedingung, welche für Omega gelten muss, damit diese Differentialgleichung oder damit dieser Ansatz Sinn macht für unsere gegebene Differentialgleichung. Das heißt, Omega ist die Wurzel aus k1 plus k2 über m.
Ja, und das ist jetzt bereits das Endresultat zu dieser Teilaufgabe. Wir kennen alle Werte, wir kennen die Federkonstante der Feder 1, wir kennen die Federkonstante der Feder 2 und wir kennen die Masse des Blocks, nämlich, das ist nämlich 1 Kilogramm, wenn ich mich richtig erinnere. Ich schreibe jetzt diese Werte nicht nochmal hin, das ist in der Musterlösung ausgerechnet. Das gibt uns eine Kreisfrequenz von 5 pro Sekunde. Aufgepasst! Diese Kreisfrequenz, das ist nicht die physikalische Frequenz. Die physikalische Frequenz würde man dann noch erhalten, wenn man diese Kreisfrequenz durch 2π teilt. Ja. Dann die letzte Aufgabe. Teilaufgabe C. Der Block schwinge mit der Amplitude 10 cm. Welche maximale Geschwindigkeit erreicht er? Ja, wie gesagt, was gegeben ist, ist, dass der Block mit einer maximalen Amplitude von 10 cm schwingt. Das definiert uns also auch noch das A. Vorhin haben wir in der vorherigen Teilaufgabe das Omega bekommen und jetzt durch diese Anfangsbedingung oder durch diese Bedingung der maximalen Auslenkung ist auch das A gegeben, weil wir können uns ja vorstellen, wann ist dieser Ausdruck maximal? Ja, dann, wenn der Kosinus betragsmäßig 1 ist, also der maximale Wert dieser Schwingung entspricht gerade A. Also hier ist nichts anderes gegeben als A gleich 0,1 Meter. Und die andere Frage, ja, wie groß ist denn die Geschwindigkeit? Kann man sich überlegen, wir haben die Ortsfunktion des Blocks. Wie kommen wir auf die Geschwindigkeit des Blocks? Das ist ganz einfach. Wir können nämlich einfach die Ortsfunktion ableiten. X-Punkt von t, das ist gleich der Geschwindigkeit v von t. Das ist die, wie gesagt, die erste Ableitung. Das ist minus a mal Omega mal der Sinus von Omega mal t. Der Cosinus oder der Faktor a, der bleibt vorne, der Cosinus abgeleitet ergibt minus den Sinus und dann noch multipliziert das Ganze mit der inneren Ableitung. Die Ableitung von Omega t abgeleitet nach t ergibt Omega. Ja. Und auch hier ist wieder die Frage, wie groß ist die Geschwindigkeit maximal? Das funktioniert genau gleich wie oben. Maximal wird dieser Ausdruck dann, wenn der Sinus entweder 1 oder minus 1 ist, also betragsmäßig gleich 1 ist. Das heißt, die maximale Geschwindigkeit ist gerade a mal Omega, betragsmäßig. Das kann man direkt aus dieser Gleichung herauslesen. Und auch hier haben wir jetzt wieder alle Werte gegeben. Wir haben unsere maximale Amplitude, eben das A gegeben und die Kreisfrequenz haben wir in der vorherigen Teilaufgabe berechnet. Und das gibt dann schlussendlich 0,5 Meter pro Sekunde. Ja, Tommy, hast du noch Fragen? Nein, ist für mich klar. Okay, super. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.